also was heißt runterhängen? Die hängen hier halt so unter dem Baum in der Luft. Das sind so bunte, leuchtende Kristalle. Finde ich eine mega coole Idee und sieht auch richtig, richtig gut aus. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Legend Rise of the Phoenix. Und ja, ich habe momentan einen sehr coolen, ja, bringt mir richtig viel, einen sehr coolen Buff. Ich habe nämlich Schnelligkeit und Sprungkraft. Das ist eine sehr, sehr coole Kombination, weil wir gestern das Heiligtum gewonnen haben. Ich war dabei, ja, aber ich habe nicht viel reißen können und habe nebenbei auch fast 40 Level verloren, was mir dann im Nachhinein einfiel, was ziemlich blöd war. Was ist das denn da? Sieht lustig aus, da muss ich gleich mal hin. Aber apropos Heiligtum, ich wollte euch unser Heiligtum ja mal zeigen. Und da habe ich mich dann jetzt mal hier hinbegeben. Und ja, hier befinden wir uns an dem Tor oder an einem der Tore zum Heiligtum. Schön finde ich übrigens, dass hier zwei Blöcke hochgebaut wurde. Einfach damit hier keiner außer uns rein kann. Und ja, dann ganz feierlich. Es ist noch nicht ganz fertig, es wird noch dran gearbeitet. Aber ich finde das, was bis jetzt entstanden ist, schon mega, mega gut einfach. Build by, ja, super, toll, freut mich. Das hier sind so kleinere Wohnbäume, sage ich mal, die dann, ups, Entschuldigung, Verzeihung, Verzeihung, hallo Facebook. In die dann, glaube ich, auch mehr oder weniger eingezogen werden könnte, theoretisch, so nach dem, ja, der hat hier die ganzen Bäume gebaut. Schön, dass er die ganzen Schilder hier aufgestellt hat. So nach dem Plan könnte dann hier theoretisch auch eingezogen werden. Ich glaube, da vorne ist auch noch ein etwas größerer Baum. Den können wir uns ja bei Gelegenheit jetzt hier auch nochmal anschauen. Ah, sieht ganz cool aus. Also ich muss auch schon sagen, diejenigen, die hier an dem Heiligtum gebaut haben, die haben... Oh, Verzeihung. Die haben sich wirklich... Facebook, kleinen Moment. So, Facebook einmal kurz beendet. Jetzt kann es hoffentlich weitergehen. Ich weiß leider jetzt gerade nicht, wo ich stehen geblieben war, weil ich noch kurz die Nachrichten beantwortet habe. Aber die Wohnbäume. Ich gehe mal stark davon aus, dass die so gedacht sind, dass das so aussehen soll, als wenn man hier dann auch wohnen kann. Mit Bettchen und Kisten, die natürlich nicht gesichert sind, am Kaktus. Ja, die werden um das gesamte Heiligtum verteilt sein. In diesem äußeren Ring, wohlgemerkt. Es gibt mehrere Ringe, es gibt glaube ich zwei. Und in dem Inneren sollen dann glaube ich so Statuen stehen. Ich euch hier ganz kurz zeigen. Bin mir noch nicht ganz sicher, was sie darstellen sollen. Das hier wird wahrscheinlich so ein Guardian irgendwas sein. Und hier, das sieht aus wie eins von diesen komischen Maschinen aus Star Wars. Ach so, das soll... Was ist das? Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Ist das wie eine Kralle? Oh, upsie. Naja, vielleicht erkennt man es, wenn man es von weiter weg sieht. Oder vielleicht erkennt man es auch, wenn es irgendwann mal fertig ist. Ja. So viel zum inneren Ring. Dann ist hier noch ein dritter, der direkt am Baum ist. Und hier geht so ein kleiner Fluss durch. Da sind dann ganz viele Palmen auch drumherum. Und hier gehen dann auch quasi die Wurzeln des Baumes rein, wie ihr da vorne so schön sehen könnt. Hier, da vorne. Seht ihr eine dieser Wurzeln? Und hier ist noch das große Lager, weil wir sind ja noch gerade sehr, sehr schwer am Bauen. Lasst die Kisten sortiert. Versäumt die Sachen bitte... was? Verräumt die Sachen bitte richtig. Oder benutzt die wahren Eingangskisten. Ja, weil hier jede Menge Kisten sind, wo steht, was wo drin ist. Und hier, das sind quasi... fuck, nicht runtergefallen. Das sind quasi... hier so Blöcke, wo man, auf denen man entlang gehen kann, damit man auch an die oberen Kisten reinkommt. Ja.
großes, großes Lager, großes, großes Vorhaben, ne? Hier steht auf jeden Fall auch alles, was man noch so braucht. Ich glaube, das hier sind auch so Statuen, Dinge. Nur eine Vorlage kommt wieder weg, ist im falschen Ring. Ach so, ja, logisch. Das ist eine der Vorlagen für die Wohnbäume, die dann zeigen soll, wie man die bauen soll. Ich glaube aber, die sind auch weitestgehend schon fertig. Jetzt gehe ich einfach mal über die Brücke ins richtige Heiligtum hinein, was ich übrigens mega genial finde. Sind diese Kristalle, die hier überall an den Seiten runterhängen. Also was heißt runterhängen? Die hängen hier halt so unter dem Baum in der Luft. Das sind so bunte, leuchtende Kristalle. Finde ich eine mega coole Idee und sieht auch richtig, richtig gut aus. Und ja, auch von unten, das sieht wahnsinnig gigantisch aus. Das ist absolut der Hammer, finde ich. Was hier gebaut wurde, ist der absolute Wahnsinn. Ja gut, hier ist natürlich ein Beacon drin. Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Mit den Blättern. Müssen wir doch auch irgendwie hoch können, oder? Ja, da vorne ist eine Treppe, wo man hoch kann. Ich glaube ja, das sollen auch Statuen werden. Oder eine Statue, eine große. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt gehe ich mal kurz, gucke ich mal, ob ich hier hochkomme. Dass man vielleicht mal einen ordentlichen Ausblick bekommt. Es könnte wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich wirklich oben ankomme. Das muss doch eigentlich auch mega nervig sein, hier jedes Mal wieder hochzukraxeln. Wenn man irgendwie mal runterfällt oder überhaupt um Sachen zu holen und den ganzen Kram. Erst dann. Hä? Erst da, dann oben. Moment, ich gehe mal ganz kurz gucken, was da ist. Oh, mit dem Eile-Gedöns muss ich aber schwer aufpassen hier. Okay, erst ja! Oh, Hilfe! Okay. Das ist wahrscheinlich einer der Äste. Die Äste sind ja, soweit ich weiß, alle hohl. Also das hier ist der Hauptstamm. Und dann habt ihr ja unten gesehen, dass sich da so, ja, dass sich der Baum nochmal so ein bisschen ausbreitet und dass dann noch so Äste entlang geht. Ich bin so mega froh, dass wir hier keinen Fallschaden haben. Ist ja Wahnsinn. Das hier scheint dann jetzt einer der Äste zu sein, in den man quasi rein kann. Aber man kommt halt nicht weit. Ich weiß auch nicht, ob in die Äste noch irgendwas rein soll. Oder ob das im Endeffekt so bleiben soll. Finde ich eigentlich ganz cool. So, und jetzt bitte nicht runterfallen. Jetzt muss ich nämlich den ganzen Weg wieder hoch. Okay. Zack. Zack. Oh, ich hab voll Schiss. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr in Minecraft Höhenangst bekommt? Obwohl das nur ein Spiel ist. Aber ich kriege hier mega Höhenangst. Ich habe ja auch im Real Life wahnsinnige Höhenangst. Das ist schon nicht mehr normal eigentlich. Und hier ist das dann auch ganz extrem irgendwie. Warum denn die Leitern? So, in der Krone angekommen. Boah, ist das geil. Holy shit, ist das geil. Jede Menge Blätter. Boah, wie viel man hier einfach gefarmt haben muss. Das ist ja der Wahnsinn. Boah. Absoluter Wahnsinn. Ich muss zugeben, ich habe bisher nur außen am Heiligtum geholfen. Ich habe in erster Linie Farmen geholfen. Und nicht beim Bauen, weil ich, ja, ich baue unheimlich gerne. Ich hätte wirklich auch gerne beim Heiligtum geholfen. Das Problem ist, dass ich, ja, was das ästhetische Bauen angeht, nicht so wirklich gut bin. Also ich habe das Gefühl, das ist also die Ausrede von vielen, die nicht beim Heiligtum helfen wollen. Aber ich würde es gerne. Ich will wirklich sehr gerne. Aber, ja, ich muss zugeben, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann am Ende nicht so aussehen würde, wie sich meine Elfenkollegen das vorstellen. Und das fände ich dann mega schade, wenn einfach alles wieder abgerissen werden müsste, nur weil das heißt, ja, das sieht irgendwie komisch aus. Und dann hätte ich halt die ganze Arbeit umsonst gemacht. Das bringt mir nichts, das bringt meinen Elfenkollegen nichts und im Endeffekt werde ich dann lieber weitermachen mit Farmen. Okay, hier kann man nicht runter. Ich dachte, das wäre nochmal so ein Ausgang zu so einem Ausguck oder sowas. Ich wüsste gerne mal, wie die Aussicht von hier oben ist, aber ich will das jetzt nicht kaputt machen. Ich will nicht. Ach ja. Ich guck mal, ob es hier irgendwo so einen kleinen Ausgang gibt, wo man mal gucken kann. Aber es sieht eher schlecht aus, leider.
Aber ja, so viel zu unserem Heiligtum. Ich weiß nicht, ob es später irgendwie noch oben in der Baumkrone hier so eine Art ja, Terrasse geben soll, bei der man dann rausgucken kann. Ich habe schon wieder kein Essen mehr hier. Ja, dass ich mal wenigstens sprinten kann. Boah, das sieht auch geil aus da hinten, oder? Wo das Licht dann nochmal so in die Baumkrone reinscheint. Ist richtig geil. Ich habe schon wieder diese nervige Fliege hier drin, ey. Das geht mir so auf den Piss. Da 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 da. Oh, ich liebe einfach diesen Buff. mit der Schnelligkeit und dem Doppelsprung, das ist mega gut. Ja, jetzt sieht es natürlich wieder aus, als wenn da irgendwo. Hier scheint natürlich die Sonne überall durch, aber es geht leider nirgendwo raus. Das ist schade. Ja, gut. Dann habt ihr jetzt erstmal den Großteil unseres Heiligtums gesehen. Soweit, wie es jetzt im Moment halt schon ist. Jetzt muss ich gucken, wie komme ich hier wieder runter. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ist der hier in der Mitte irgendwo? Hier? Da? So? Nein? Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo ich hochgekommen bin. Haha. Ich bin zu gut. geht's hier? Hier? Geht's runter? Hier geht's runter. Ah, gefunden. Sehr schön. So, jetzt kann ich mich hoffentlich einfach hier runterfallen lassen. Oh mein Gott. Habe ich mich aber schon so ein bisschen erschrocken jetzt gerade. Okay. Oh, hier sind auch lilane Kristalle aus. Sieht so cool aus. Welche Wunderchen. Boah, ist das so geil. Ja, okay. Ich höre auf zu schwärmen. Ist ja gut, ist ja gut. Okay. Hier sind überall schon so Statuen entstanden. Ach nee, das ist immer noch die, bei der ich nicht weiß, was sie darstellen soll. Okay. Ja, Leute, so viel zu unserem Heiligtum. Ich werde jetzt nicht einmal komplett drumherum rennen, weil im Endeffekt sieht es überall überall in diesem Ring einfach gleich aus. Deshalb erspare ich mir und euch das jetzt mal, dass ich hier noch einmal entlang kraxel. Und jetzt bin ich bei einem anderen Tor gelandet, fällt mir gerade auf. Ich weiß gar nicht bei welchem. Da hat sich mein Minecraft eben aufgehangen. Naja, gut. Das sagt mir wahrscheinlich, dass das Video beendet werden muss. ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde gerne mal eure Meinung zu dem Heiligtum jetzt hören. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr es? Es ist zwar noch nicht ganz fertig, klar, aber ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig genial. Ich habe jetzt leider die Heiligtümer der anderen natürlich noch nicht gesehen. Ich kann mir die ja vielleicht in anderen YouTube-Videos auch mal anschauen. Aber ich finde unseres auf jeden Fall richtig, richtig genial. Bin sehr, sehr stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Beziehungsweise die anderen. Ich kann ja nicht sagen, dass ich mitgeleistet habe, weil ich habe nun mal kaum was geleistet, leider. Ich muss aber. Ich schaue mal, dass ich jetzt irgendwie noch was tue, weil sonst habe ich nachher echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier kaum was gemacht habe. Ja. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es findet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.